Alle Menschen, die unser Format Entdecke Rhein-Lahn kennen und die große Fans vom Westerwald sind oder vielleicht von dort jetzt zuschauen, die werden sich sehr freuen, denn bald starten wir eine neue Sendereihe. Sie heißt Weller Land, schon bekannt, ein wunderbarer Titel. Und heute spreche ich mit Klaus Lütgefeder und Gerhard Loos genau zu diesem Thema. Herzlich willkommen, erstmal schön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank. Ist es jetzt genau die richtige Zeit, um diese neue Sendereihe über den Westerwald rauszuheben, hervorzuheben, oder was war die Idee? Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir sind jetzt so weit, dass wir nach einer längeren Zeit der Kooperation zwischen den Verbandsgemeinden Wallmoot und Westerburg das Thema Tourismus so weit aufgearbeitet haben, dass wir alle interessanten Bereiche, die Sehenswürdigkeiten wissen voneinander und festgestellt haben, dass es durchaus für den einen und anderen interessant ist, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Besucher des Weller Landes, dort mal zu sehen, was es dort Interessantes gibt. Und das muss man, darüber muss man informieren, das wollen wir tun. Und deshalb eine Sendereihe. So schnell kann es gehen. Wie lange war die Planungszeit? Wir sind seit 2011 schon gemeinsam in einer Kooperation, in einer förmlich festgelegten Kooperation. Und daraus sind im Laufe der Zeit wirklich auch viele Einzelaktionen entstanden. Backesdörferfest ist mit Sicherheit eines dieser Highlights. Aber wir haben dann im Laufe der Zeit viele Dinge gemeinsam entwickelt. Ja, und jetzt haben wir uns im Grunde genommen vor etwas mehr als einem Dreivierteljahr oder sowas entschlossen, dann auch gemeinsam jetzt hier diese Medien zu nutzen. Das ist jetzt heute der Auftakt. Um die Highlights im Westerwald dann auch wirklich schön zu präsentieren und ihnen auch die gebürtige Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ne? Das ist ja manchmal so ein bisschen, dass man denkt, da hat man so viele tolle Highlights, aber die wenigsten kennen sie. Ist das auch so ein Bestreben, wo Sie sagen, das ist auch definitiv was, was wir uns vorgenommen haben, dass halt ganz viele Highlights, die noch vielleicht nicht über die Region hinaus bekannt sind, jetzt bekannt gemacht werden sollen? Ja, das war mit auch ein Auslöser für die Namensfindung. Mhm. Als wir zusammengesessen haben, haben wir überlegt, was ist denn eigentlich interessant, und hat dann festgestellt, dass man ja eigentlich häufig gar nicht weiß, was in der anderen Verbandsgemeinde denn ist. Und dann war relativ schnell der Name geboren, Weller Land, schon bekannt, weil es war uns bekannt und es ist sicherlich so sehenswert und so interessant, dass es noch vielen anderen, für viele andere von Interesse ist. Und da wollen wir einen entsprechenden Beitrag leisten, die Informationen auch rüberbringen. Und das, was man nicht kennt, wird man auch nicht suchen. Wenn man schon mal was davon gehört hat, wird das sicherlich dazu führen, dass vielleicht Besucher, Gäste ins Wellerland kommen, in die beiden Verbandsgemeinden Wallmoot und Westerburg. Mhm. Aber auch natürlich interessante Angebote für die Bürgerinnen und Bürger, die hier wohnen. Absolut. Und gleich werden wir natürlich auch einen Blick reinwerfen, Sie schon so ein bisschen neugierig machen auf die Sendereihe. Wir sind dann gleich zurück. Weller Land, schon bekannt, das ist die neue Sendereihe, die jetzt im Juli starten wird und die Sie dann alle zwei Wochen über den wunderbaren Westerwald, das Weller Land, informieren wird. Und hier ist bereits ein kleiner Seh- und Höreindruck. Wow, so viel Wasser im Wellerland, vermutet man gar nicht. Herr Lütgefeder, Herr Loos, was waren das jetzt so für Highlights, die wir da gerade gesehen haben? Sie kennen sich ja am besten aus. Also wir haben zum Wasser natürlich den Wiesensee gesehen, 80 Hektar große Wasserfläche. Dort findet zu Pfingsten immer eine wirklich bundesweit bekannte große Segelregatta statt. Hier ist der Segelclub aus Pottum, Weller Wind Pottum, und der richtet dieses Segelturnier hier aus mit sehr viel Erfolg.
Wir haben allerdings mit dem Wiesensee einige Probleme, was das Thema Verlandung anbelangt, aber das werden wir, denke ich, in den nächsten Jahren in der Tat in den Griff bekommen. Verlandung? Was ist Verlandung? Das? Der Wiesensee ist wie jedes Binnengewässer davon bedroht, dass immer mehr Sedimente sich in diesem Binnengewässer hier absetzen und die müssen irgendwann mal rausgeschafft werden. Ja. Und das werden wir in den nächsten Jahren hier in Angriff nehmen. Verstehe, das soll natürlich nicht das Thema sein, aber wir haben zum Beispiel auch einen mittelalterlichen Markt gesehen. Ja, mittelalterlicher Markt ist auch in der Roten Hain, das ist der Bereich an der sogenannten Alten Burg. Wobei der Name insoweit etwas irreführend ist, denn diese Burg ist keine alte Burg, sondern es ist eine neue Burg, die jetzt noch keine 10 Jahre alt ist, aber die sich insgesamt auch hiervon einen sehr guten Namen gemacht hat. Nicht nur durch dieses Pfingstfest, was also hier stattgefunden hat, sondern bekannt geworden ist die alte Burg insbesondere natürlich auch als Umfeld für das sogenannte Westerwälder Bauerndiplom. Mhm. Und was das ist, das wollen wir gleich auf jeden Fall noch erfahren, weil ich kenn's nicht. Und wir sprechen weiter über die neue Sendereihe, die bei uns im Juli im Programm startet. Wellerland, schon bekannt heißt sie. Und wir haben ja eben ein paar Eindrücke gesehen, sind aber noch nicht auf alle eingegangen. Es gibt ja noch ein Schloss. So ist es, ja. Das ist das Schloss Molsberg, was in dem Einspieler zu sehen war. Und zwar zur Zeit der Kirmes, die an Pfingsten auch stattfindet. Das zeigt wirklich Tradition. Molsberg ist im letzten Jahr 900 Jahre alt geworden. Die Grafen von Walderdorf residieren dort in diesem Schloss schon seit 200 Jahren. Und es ist wirklich eine traditionelle Kirmes. Und das Besondere an der Sache ist, dass genau auf diesen Termin auch die von Reichsamtsprozession gelegt ist. Das heißt, es ist alles geschmückt. Es gibt Blumenteppiche, die dort gelegt sind. Es gibt anschließend einen gemeinsamen Frühschoppen, einen wunderschönen Ambiente in der Allee. Und das Schloss Molsberg hat nicht nur an diesem Tag viel zu bieten, sondern es gibt dort auch jederzeit öffentlich zugänglich einen Schlosspark, der sehr sehenswert ist. Mhm. Und es ist eigentlich ein Wahrzeichen in der Verbandsgemeinde Walmrode. Und deshalb sind wir ganz stolz, dass wir solche Objekte hier haben. Mhm. Jetzt fiel vorhin das Wort Bauerndiplom. Da habe ich gesagt, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Was steckt dahinter, Herr Loos? Ja, das Bauerndiplom, Westerwälder Bauerndiplom, wie man es an dieser alten Burg in Rotenhain ablegen kann, ist, naja, in der Tat ein Spektakel, den man sich am besten im Freundeskreis oder mit mehreren Bekannten hier widmen sollte. Mhm. Denn dann kommt dabei richtig Spaß auf. Es geht dabei um Holzhacken oder Jauche transportieren, es geht um Misttransport, es geht um Melken, alles Dinge, die früher zur bäuerlichen Landwirtschaft gehörten. Ja. Und das wird unter den Augen von sehr strengen Juroren auch hier abgenommen und entsprechend bewertet. Mhm. Und wenn man dann nachher alle Aufgaben erfüllt hat, bekommt man in der Tat auch eine sehr schöne Urkunde darüber. Klingt spannend, ja. Auf Anraten meines Kollegen habe ich ebenfalls ein solches Bauerndiplom abgelegt vor einiger Zeit. Ich kann es nur jedem empfehlen. Also, es lohnt sich. Gibt es Bildmaterial davon? Da schweigen diejenigen, die dabei wohl gewesen sind. Ja, aber also auf jeden Fall sehr, sehr viele Themen, die Sie natürlich gerne behandelt haben möchten in unserer neuen Sendereihe Wellerland, schon bekannt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für den Überblick. Sie haben neugierig gemacht, nicht nur mich, sondern hoffentlich auch die Zuschauer. Herzlichen Dank für den Moment.